Servus, da sind wir wieder, nach ewiger Zeit mal wieder, Mulmon. Ich muss mich gerade mal selbst erinnern. Genau, Fafnir hat sich weiterentwickelt. Ah, und der Moment, wenn man ein Haar im Mund hat. Okay. Welches Item trägst du? Wieso trägst du ein Item? Welches Item habe ich dir gegeben? Du trägst doch gerade ein Item! Ach so, Schattenglas. Okay. Genau. Ich weiß es. Wir haben unseren Rivalen Aero King allerdings schon weggemacht. Das heißt, wir können einfach in den Pokémon Tower ganz nach oben. Einfach in Anführungsstrichen. Und auf jeder Etage gibt es drei Moemon. Und auf jeder Ebene gibt es ein 1% Chance Moemon. Und ich habe nochmal nachgeguckt, das ist nicht Alpollo, was diese 1%... Doch, es ist Alpollo mit der 1% Chance normalerweise. Ich habe gedacht, es wäre Tragosso, aber Tragosso hat noch faire Chancen mit, ich glaube, 8 oder 9. So, ab hier geht's los. So, wunderbar. Dann wollen wir mal. So, zunächst einmal wollen wir euch natürlich auch loswerden. Erlösen. Whatever. Wofür auch immer wir hier sind. Bablu, na gut. Ja. Leute, das ist so ungewohnt mit diesen nicht beweglichen Sprites. I love it. Ich bin natürlich Sun und Moon gerade noch wieder gewöhnt. So it's good to be home. I'm saved. Ich habe dich gerne geholfen. Ja, das war mit Absicht so gesprochen. Ich habe dich gerne geholfen. So, ich weiß. Ich weiß, dass es auf der vierten Etage ein verstecktes Item gibt. Als einziges im ganzen Tower, wenn ich mich richtig erinnere. Begone, malevolence. Natu. Okay, gegen das Vieh kann ich nur wirklich gar nichts machen. Nö, gegen das Vieh kann ich nur wirklich überhaupt nichts machen. Von daher... Was nehmen wir dagegen am besten? Naja, eigentlich Sparkle, aber... Ach komm. Ja sicher, gib mir den Silberblick. Da habe ich ja voll Bock drauf. Metal Claw. Ja. Vielleicht kriegen wir ja einen Attack Boost. Oder wir critten, was natürlich noch geiler ist. Wunderbar, Flair, wunderbar. The Spirit left. Du machst deine Arbeit wieder sehr gut. Wir haben noch kein einziges wildes Moemon gesehen. Die ich offscreen wieder jagen darf, bis ich schwarz werde. Nassleaf oder Nasslock? Warte mal. Kommt da vielleicht das Wort Nasslock her? Das fällt mir jetzt erst auf. Und ich vergesse es immer wieder. Hat Blanas schon einen Unlichttyp oder nicht? Hat Blanas schon einen Unlichttyp? Ich meine, Blanas hat schon... Oder? Ich komme damit immer durcheinander. Hat Blanas den Unlichttyp schon oder nicht? Ich meine aber schon. Und ich will es ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Nature Power. Okay, nur Sternschauer. Oh, ich werde nie vergessen, wie ich während einer privaten Nuzlock mein wild gefangenes Glumanda gegen ein Samurzel verloren habe, wegen Naturkraft, welche zu Erdbeben wurde. Weil wir am Strand gekämpft haben. Ah, oh, so unglücklich. Ein wild gefangenes Glumanda. Und ich verliere es gegen ein Samurzel. Wegen Naturkraft, welche Erdbeben wird. Oh Gott. Schmerzhafte Erinnerungen sind schmerzhaft. Ich will ein wildes Moemon sehen, bevor wir da hochgehen. Kann ich hier nicht rennen? Ich kann hier nicht rennen. Warum nicht? Habe ich einen Schutz aktiv?
Habe ich einen Schutz aktiv? Und es... Wir sind schon im zweiten Stock. Eigentlich... Das hat mich jetzt sogar wirklich erschreckt. Okay, Abra, Level 16. Dann nehme ich jetzt einfach mal stark an, dass du das Nebulak hier bist. Das Problem ist, wir haben, wenn ich mich richtig erinnere, schon ein Kadabra. Ich könnte es sowieso nicht fangen, weil es männlich ist. Aber ich meine, wir haben schon ein Kadabra. Wollen wir das doch mal überprüfen? Ja, wir haben schon Kadabra. Das heißt, wir können Abra nicht fangen. Okay, das ist also das Nebulak im Stockwerk, im zweiten Stockwerk. Das ist jetzt die dritte Etage. Das heißt, hier ist noch kein unsichtbares Item. Ich meine, es war auf der vierten Etage. Snorunt war... Oh, Steppke! Oh, die schöne alte Musik. Oh, wundervoll. Cool, hätte ich auch gerne im Team. Also, ich würde zumindest nicht Nein sagen, es ins Team zu nehmen. Andererseits, Episode... was heißt Episode? Generation 3. Es hat nur den Wickler eine lange Zeit. Okay, nevermind. Vielleicht lieber doch nicht. Irgendwann mal vielleicht. Irgendwann mal. Oh, das ging schnell. Schöner Boost auf den Special Attack. Wunderbar. What? Ja, da staunze, wa? Da staunze. Da staunze. Nehmen wir Chica. So, was haben wir hier? Ein Elixier. Beat me not! Execute. Ja, vergiften wir dich. Wir sind beide Pflanzen, Moemon, von daher... Ah, komm schon. Muss das sein? Ist das deine Wahrheit? Wenigstens kassierst du schon Schaden. Muss das sein? So, du darfst jetzt langsam aufwachen, Chica. Natürlich nicht. Warum solltest du auch aufwachen? Okay. Und wie viel wetten wir, dass ich die nächste Runde auch noch penne? Das wäre dann jetzt die fünfte Runde, glaube ich, in Folge, oder? Warte mal. Erste Runde vergiftet, eingeschlafen. Dann so, so. Das wäre jetzt die fünfte Runde, glaube ich. Sag ich doch. Fünf Runden in Folge. Fünf Runden. Ich sage... Aufwachen. Okay, damit ist der Reflektor auch futsch. Und wir können es one-hitten. Ja, Chica hat was gewone-hittet. Keiner. What? Kommen wir da unten lang? Kommen wir sogar wirklich? Items! Ein Great Ball! Ein Awakening! Fire Emblem? Hier oben, glaube ich, war keine Priesterin mehr. Aber ich gehe trotzdem lang. Ein Mauzi! Cool, wir haben noch keinen Mauzi. Oh, ich glaube aber nicht, dass Mauzi irgendeine Attacke von mir überleben würde, von daher... Hatten wir jetzt nur... Ne, wir haben kein Snobilikat. Das war mein anderer Spielstand.
wo ich Snobilikat sogar lange Zeit im Team hatte. Und da wir nichts anderes machen können, benutzen wir es einfach weiter. Wir können es ja kurz vorm Ende... Wow, okay. Wir können es ja kurz vor Ende nochmal heilen. Ah, jetzt fängst du an mit Heuler. Okay. Du hättest von mir aus auch die ganze Zeit Heuler machen können. Hätte ich nicht gesagt, okay, es hat eine ungerade HP-Zahl. Sonst wäre es jetzt nämlich schon gelb, weil es die Hälfte an Leben verloren hat. Wir könnten schon, aber ich werde die Runde jetzt nutzen, um mich zu heilen. Und dann kriegt es gleich einen Moorball an den Kopf geworfen. Einfach so dumm. Okay. Ich war vorher noch ein bisschen einkaufen, aber es gibt hier keine Moebälle zu kaufen. Von daher muss ich irgendwann nochmal in die alten Städte zurück und Moebälle kaufen. So, damit haben wir einen Mauzi gefangen. Wie es mit Snubbull auf derselben Seite war. Möchten wir. Und wir sollen dich nennen, eine weibliche Katze, Kitty wäre zu einfalls los. Wir nennen dich... Oh, das ist gut. Busted! Wie die ägyptische Katzengöttin, Moment. Wir haben noch keine Neko gefangen, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Oder irgendein anderes Katzenmoe? Gibt es ein anderes Katzenmoe? Ist der Name Busted schon mit irgendwas vergeben? Oder verwechsel ich das gerade wieder mit irgendwelchen Playthroughs? Ich habe so viele Spielestände! Ah, wird schon passen. Wenn nicht, wir sind eh in Lavandia. Ich kann es jederzeit umbenennen. Wunderbar. Das heißt, Mauzis sind die wilden Nebulaks auf dieser Ebene. Wieder Level 13. Wir könnten kämpfen, aber das ist irgendwie AP-Verschwendung. Beinahe ist es eine AP-Verschwendung. Jetzt wollen sie es aber wissen. Na! Na! Komm! Ist eh ein One-Hit! Ja, AP-Verschwendung, sag ich doch. Wir sind mittlerweile schon etwas zu hoch. So ganz minimal. Ich mag übrigens die Tatsache, dass ich, dass ich den Bildschirm nicht allzu groß eingestellt habe, denn ich kann jetzt hier aufnehmen und nebenbei läuft noch ein Stream auf Twitch mit. Der mich nicht allzu sehr ablenkt. Ich meine, während die Kampfanimation läuft, kann ich ja sowieso gucken. Von daher... Ihr werdet es gar nicht bemerken. Wieso habe ich es euch dann eigentlich erzählt? Ah, ich bin echt froh, wieder Moemon zu spielen. Holy shit. Ich war ja drauf und dran, die Aufnahme nicht zu machen, weil, weil ich eigentlich Arbiribi machen wollte, nochmal. Weil ich gerade echt drauf gespannt bin, wie es weitergeht. Als mir dann eingefallen ist. Ich habe in Arbiribi noch gar nicht vorgearbeitet, wie ich es eigentlich vorhatte. Ich meine, hier oben irgendwo war ein unsichtbares Item. Bei der hier. Hi. You shall join us. Nope. Slimer. Eine Slimer. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ein bisschen zu viel Schaden, wenn ihr mich fragt. Überlebst du? Überlebst du? Sehr gut sogar. Ich habe jetzt, in dem Moment, wo ich das gemacht habe, hatte ich so die Befürchtung, ich verfehle. Das wäre ja was gewesen. Also, holy shit. Und ich werde Chica jetzt etwas Gutes tun. Hier, nimm diese Super Potion. In deinen Hals. Wunderbar. Passt doch wieder. Hier, glaube ich, war irgendwo ein Item.
Ein unsichtbares Item. Irgendwo. Irgendwo auf dieser Etage. Ich meine hier oben. Menki. Haben wir schon. Haben wir schon. Dagegen zu kämpfen ist AP-Verschwendung. Das klingt immer so gemein, aber ja! Großer Pilz, geil. Ein Riesenpilz. Den Riesenpilz habe ich schon woanders. Die Größe variiert. Ah! Ja, jetzt wisst ihr, was ich meine. Oh, Skorgler. Oh, Skorgler. Oh, schön. Aber wir sind leider erst in der dritten Gen. Das heißt, noch keine Weiterentwicklung. Selbst wenn wir eins finden. Schade eigentlich. Schade. Ein Skorgler. Da hätte ich echt Bock drauf. Vielleicht mache ich irgendwann ja mal mit irgendeinem anderen Spiel eine voll random Nuzlocke. Dann habe ich einen Skorgler vielleicht sogar als Starter oder irgendwo im ersten Gebiet. Das wäre schön. Es dürfte eigentlich in dieser Gen noch keine Flugattacken können. Von daher, ja, ruckzucki, ist okay. Okay. Machen wir den Kampf fertig. Dann heilen wir Shika noch einmal eben hoch. Vielleicht hat sogar ein Level-Up. Dann müssen wir das gar nicht. Andererseits, auch so müssten wir es, glaube ich, gar nicht. So, Shika hat ein Level-Up. Wunderbar. Ah, dein Spezialangriffswert hängt leider so ein kleines bisschen hinterher. Das möchte mir nicht so wirklich gefallen. Oh. Oh. Will ich dafür was vergessen lassen? Frage ist, will ich dafür was vergessen lassen? Will ich das? Ich meine, ich könnte Giftpuder wegmachen. Ich meine, das ist Body Slam. Ja, machen wir weg. Machen wir weg, komm. Giftpuder hat seinen Sold bisher erfüllt. Aber nun brauchen wir es nicht mehr. So, nur schon mal fürs Protokoll möchte ich gerne Abby jetzt vorne haben. Und Shika müssen wir nicht heilen, weil hier ist ja jetzt das hier. Wupp. So, Purified. Clans Tag, war das nicht Bandsticker? Dass mir so wilde Molmon fernbleiben? It repels wild, ja. Bandsticker. Okay. Ja, dann dich noch und dich da unten noch und, ja. Zombies! Wo? Wo? Ah, da habe ich genau den falschen Starter vorne. Ja, ich kann nichts dagegen tun. Ich kann mit keiner der Attacken wirklich irgendwas dagegen ausrichten. Na, 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 na. Na. Glutattacke! Lief doch gut. Ha? Mann, Mann, Mann. Ihr und eure psychischen Probleme hier. Nugget! Also, ich glaube, das ist es, was sie sagen wollte. Und ich glaube, ich war dem sehr, sehr nah. Ah, Voltilam. Habt ihr den Sprite eigentlich jemals gesehen? Ich weiß, ich habe Voltilam damals off-camera gefangen und trainiert. Von daher, das ist der Sprite. Ist er nicht putzig? Ist er nicht süß? Guckt es euch an! Es ist so knuffig! Und so flauschig, man will sich gleich daneben legen. Und mit ihm kuscheln. Was in dieser Form vielleicht ein wenig moralisch fragwürdig wäre, aber mit einem richtigen Voltilam wäre das kein Problem. Das ist nicht moralisch verwerflich, nein. Nein, 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 nein. Was war hier nochmal das Nebulak, Benki? Okay, hi. Hier war nichts, obwohl es sich ja eigentlich anbieten würde für ein Item. So, und da drüben ist schon die Treppe, wo wir gegen den Geist kämpfen müssen. Ich bin echt gespannt, ob der Geist ein Knogger sein wird. So oder so, wir können es nicht fangen. Aber hey.
Slowpoke! Ja, bleiben wir doch direkt drin, oder? Was kann es uns schon groß antun? Es kann uns tackeln. Wie furchtbar. Also, das können wir auch. Das können wir auch. Horsim, okay. Oh, ich habe vergessen, dass wir nicht... Okay, Tackle macht genug. Tackle macht sogar genug. Damit habe ich nicht wirklich gerechnet. Was ist das Letzte? Get wrecked! Stolunio. Und damit hat Abby sogar fast ihren Level-Up. Das mag mir sehr gut gefallen. Also was, bevor wir da hochgehen, will ich erstmal das wilde Moemon hier antreffen. Und egal was es ist, wenn wir es nicht fangen müssen, werde ich es one-hitten. Ja. Das war jetzt, glaube ich, schriller, als es sein sollte. Das war selbst in meinen Ohren gerade so richtig schrill. Aber ja, warum eigentlich nicht? Also mit so einem Glumanda, ne, damit kann man die Frauen schon beeindrucken, ne? Die Schwanzspitze meines Glumandas ist so heiß wie ich selbst. Was? Der Spruch ist echt gut. Takedown, also Bodycheck. Wollen wir Bodycheck? Nö. Ja. Ich weiß, wir haben noch Heuler drauf und wir hätten Heuler vergessen lassen können, aber... Nö. Ich will keinen Bodycheck. Ich will keine Rückstoßattacken. Auch wenn sie natürlich ziemlich stark sind, aber... Ich bin kein Fan. Kein Fan! Kick. Gab's nicht einen One Piece Gegner, der so eine Lache hatte? Es gibt, glaube ich, ganz viele Charaktere, die so eine Lache haben. So, kick. Oder kick. Da gibt's, glaube ich, ganz viel. Ein Inkognito. Ja. Ja, das kann man auch mal gerne machen, ne? Bevor du irgendeine Kraftreserve hast, die irgendwie effektiv ist. Das reicht natürlich nicht. Naja. Oh, natürlich krittest du mich. Macht natürlich keinen Unterschied, aber es geht mir ums... Na, Übereifer. Es geht mir einfach nur ums Prinzip. Komm, Flair, mach weg. Mach das Ding weg. Mach es weg. Das reicht noch nicht mal für ein Level-Up. Das ist ein legendäres Moemon gewesen. Also, von der Lore her, nicht von den Werten. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich lag mit meiner Vermutung richtig, dass es nur auf der vierten Etage ein Item gibt. Und das hier ist tatsächlich das Nebulak der vorletzten Etage. So, eingraben und von unten kommen. Nicht falsch verstehen. Und zack! Ach ja... Wir haben ja unsere Flair damals auf dem Mondberg bekommen. Noch ganz jung war sie da mit Level 7 oder 8. Ich glaube, sie war das Kleinstein der Ebene, wo ich es gefunden hatte, wo wir es gefunden hatten. Ah, das war schön. Schön war das damals. So, dann nehmen wir schon mal Chica nach vorne. Nur für den Fall, dass der Geist, den wir gleich sehen werden, wirklich ein Knogger ist. Dann haben wir direkt... Etwas, womit es uns fast gar nichts machen kann. Okay, wir können direkt unsere neue Attacke ausprobieren. Body Slam! Come on and slam! Okay. So, wieder Sternschauer. Direkt weg mit dir. Something fell out.
Was und wo? Will ich es überhaupt wissen? Ich bezweifle es. Item! Ein Rare Candy. Super, ich habe wieder was zu verkaufen. So, dann wollen wir mal uns um die arme, verstorbene Mutter des Dragossus kümmern. Begone, Intruders. The ghost appeared. Es ist Knogger. The ghost was Marowak. Das ist erschreckend wenig Schaden. Oh oh. Oh oh. Das ist verdammt wenig Schaden. Oh oh. Get wrecked! Ja, das dürfte reichen. Wie gesagt, wir können sie eh nicht fangen. Es wird die, die Pokebälle werden alle abgewehrt. Es ist ja auch eigentlich ein Geist, so. His mother's spirit was calmed. Departed to the afterlife. Oh man. Ruhe in Frieden. So, dann haben wir jetzt noch die Team Rocket-Rüpel hier vor uns und ich will erstmal wissen, was ist hier das Nebulak? Wenn wir es nicht schon hätten, wäre das echt was Geiles. Also, ich muss schon sagen. Ja, durchaus, das hätte was. So, dann wollen wir mal gucken. Rocket-Rüpel will ich. Chica vorne haben. Ja. Chica hat gerade überhaupt gar keinen Schaden kassiert. Nicht einen einzigen Treffer. Diglett! Endlich sind Pflanzenattacken gegen dich wieder effektiv und du bist nicht deine Alola-Form. Wunderbarst. Makuhita. Können wir direkt draufbleiben. Oh Gott, wo kam das denn jetzt her? Oh. Hey! Na gut. Abby soll's also sein, ne? Die krittet dich erstmal. Das hast du davon. Geowatz! Okay, Geowatz, du siehst awesome aus. Übertrieben hart awesome, aber damn, warum bist du hier? Was benutzt dieser Rocket-Rüpel, dass ich einen Geowatz bekomme? Naja, One-Hit. Hoffe ich? Ja. Ich war gerade nicht sicher. Oh, diese EP. Oh, die hätten Chica so gut getan. Ja, du wirst es nicht vergessen. Tschüss. Heul dich bei deinem Boss aus, wenn du ihn jemals finden solltest. Ich habe mit ihm nämlich den Boden geschrobbt. Totschig. Oh, ist das knuffig. Oh, Flemly, ist das knuffig. Mir fällt gerade auf. Ich kann nicht wirklich was dagegen machen. Außer Body Slam. Ist jetzt geil, wer Instant Paralyl. Okay, ist gar nicht so viel. Das ist ja verkraftbar, ist das. Also, ich habe jetzt mit wesentlich mehr Schaden gerechnet, aber das ist sehr, sehr verkraftbar. Altoi. Ach, Claydol. Nee, Claydol ist die Weiterentwicklung. Hier, Pupanze und... Wie hieß die Weiterentwicklung auf Deutsch nochmal? Pupanze... Lepomentas. Lepomentas. Genau. Genau. Lepomentas. Yay! Netter Boost auf Spezialangriff. So muss es sein. Please no more. That's what she said. Ach, stimmt ja, Level 32! Ah! Ah, Chica! Ah, Chica!
Ja, durchaus ganz hübsch. Ich finde die Pose ein bisschen merkwürdig, ja, aber nichtsdestotrotz hübsch, 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 durchaus, ja, ja. Hübsch anzusehen. Alright. Good for you. So, dann wollen wir doch mal sehen. Deine Ability ist... Oh! Epidermis! Jede Runde bei einer Statusveränderung die Chance, dass sie einfach weggeheilt wird. Da muss ich schon sagen, das kann sich durchaus sehen lassen. Deine Werte sind natürlich typisch für Megania, alle so Durchschnitt. Keiner ist wirklich herausragend, aber... Genau das macht ja deinen Reiz so ein bisschen auch aus, ne? Also... Schön, schön. Ich bin positiv angetan von Megania. Megania sieht definitiv cool aus. Mit wem machen wir die Rocket-Rüpel zu Ende? Waifu? 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 Nehmen wir Waifu. Obwohl ich die anderen beiden auch gerne entwickelt haben will. Wisst ihr was? Wir machen es mit Abby. Weil wir mit Abby ja schon ein paar EP geholt haben. So. You're not saving anyone, kid. Das, mein Freund, werden wir sehen. Spearow. Okay, ich habe nichts allzu Effektives gegen dich, aber du auch nicht gegen mich. Na gut, okay, ja, schon verstanden, alles klar. Takunu! Linkada! What a gun! Bring it, baby. Bring it. Bring it. Bring it. Bring it. Kecleon. Haben wir das auch nur einmal gesehen? Aua. Oh, so viel Schaden macht das ja gar nicht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt mit mehr gerechnet. Viel mehr sogar. Okay, damit ist Kecleon auch down. Und der nächste Kampf dürfte das Level-Up verursachen, auch wenn es... in Anführungsstrichen nur ein Radfratz ist, aber es dürfte reichen. Es müsste reichen. Gerade so. Ja! Ich meine, Abby entwickelt sich jetzt natürlich noch nicht, sondern erst in 4 Leveln, aber wir sind einen guten Schritt weiter. Und das darf man niemals vergessen. Don't fight us Rockets! Us Rockets, doch klar. Warum auch nicht? You're not getting away with this. Doch, tue ich gerade. Tschüss! Tschüss! Schreib eine Karte! Was war nochmal hier das Nebulak? Ach ja, Wablu. Hey, you came to save me! Thank you, but I came here of my own free will! Das hat mir jemand gefragt, warum war Mr. Fuji nochmal da oben? Wegen der Mutter von Tragosso, ja gut. Ja gut, das war jetzt eine so unwichtige Situation, Erklärung und Situation. Kein Wunder, dass ich es vergessen habe. Ja. Ja. Ja, ja, he is very kind. Ja, er kümmert sich um euch obdachlose Kinder, also Waisenkinder. Ja, sehr verdächtig, alter Mann. Sehr verdächtig. Ich bewundere deine Arbeit. Ja, ich bin Ero Eddie. Und ich hoffe, ich kann dich irgendwann einfach Meister nennen. Du hast zwar etwas Fragwürdiges geschafft, aber du hast es geschafft. Worauf ich nicht genauer eingehen möchte. Ich glaube, die Leute, die es verstehen, werden es verstehen. So, yeah. So, damit haben wir die Pokeflöte und können Relaxo aufwicken. Wenn es ein Relaxo... Es wird garantiert ein Relaxo sein. Das Problem ist nur, wird es ein weibliches Relaxo sein auf der Route? Oder auf der anderen Route? Die nächste Frage ist, wollen wir den Kampf gegen das eine Relaxo hier auf der Route versuchen? Ich glaube, wir versuchen den Kampf. Wenn es eh männlich ist, können wir es sowieso umklatschen, von daher.
Wenn es sein muss, müssen wir Fafnir einsetzen. Ich glaube, sie ist diejenige, die am meisten aushalten würde. So, wollen wir die Pokéflöte spielen? Ja, aber warum eigentlich nicht? Wenn es eh männlich ist, well, dann ist es halt so. Der Lachso ist aufgewacht. Und da haben wir Relaxo. Ah. Es wird Pain. Es wird so hart Pain. Es wird so hart Pain. Okay. Okay. Wir müssen dafür sorgen, dass es einschläft. Auch wenn ich es nicht gern zugebe, aber das ist momentan die... Holla, die Waldfee. Das ist momentan die beste Chance, die wir haben. Alles klar. Ich habe da nämlich einen Plan. Jetzt, wo es nämlich schläft. Nein. Keine Beere zum Auf... Es war eine Chesto. Oh, man. Okay, senken wir deine eh schon in den Keller gelandete Init noch weiter. Ist ja kein Problem für dich, hoffe ich mal. Alles klar. Alles klar, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich wollte gerade sagen, wir werden jetzt anfangen, Heulers zu spammen. Damit... Wenn das Ding aufwacht und angreift, es machtlos ist. Im Vergleich zu anderen Relaxo. Ich habe übrigens auf meinem Privatspielstand zum Durchspielen Relaxo im Team gehabt, von dem Moment an, wo ich es gefangen habe. Es war sogar hier auf derselben Route. Und das Ding, ich habe da erst wieder gemerkt, wie krass OP Relaxo eigentlich ist. Es wacht auf und, oh nee. Aber gut, wir nehmen das einfach mal an. Wir nehmen das einfach mal an. Noch ein Heuler, dann werden wir uns gleich mit Aufwecker heilen. Funktioniert eigentlich Erholung auch bei vollen KP? Ich glaube nicht, ne? Das heißt, es kann jetzt nicht nochmal einschlafen im Moment. Aufwecker. Dafür musst du schlafen, mein Schatz. So, haben wir noch einen Heuler raus. Ist der vorletzte, dann noch einer und dann kann es überhaupt nichts mehr machen. Ja, HP sind voll, funktioniert nicht. Na gut. Es hat noch nicht seine Kopfnuss eingesetzt. Die es auf jeden Fall hat. Oh Gott, ich musste davon anfangen. Okay. Okay. Das ist verkraftbar. So. Aquaknarre. Das Ding hat natürlich die Spezialverteidigung aus der Hölle. Aus der Hölle in die Hölle. So ungefähr. So. Was wir noch machen könnten, ist es mit Blitz einzulullen. Womit es dann überhaupt gar nichts mehr machen kann bei Gelegenheit. Und wenn es irgendwann einschläft durch Erholung, mit Failed, ja gut. Wenn es bald wieder Erholung macht, wird es sowieso einschlafen, weil es HP zum Auffüllen hat. Failed again. Wenn wir so weitermachen, hat das Ding irgendwann... kommt es irgendwann dazu, Verzweifler zu benutzen. So, wunderbar. Läuft doch! Ja, läuft doch! Es kann uns nicht wirklich treffen und wenn, macht es keinen richtigen Schaden. So, yeah. Nur ein Volltreffer. Das Einzige, was uns jetzt noch erledigen kann, ist ein Volltreffer. Ein Volltreffer von einem Level 30 Relaxo. Wird uns sofort umnieten. Aber sofort. So, du hast Thunder Punch. Dann benutze ihn. Oh, man. Diese Spezialverteidigung. Okay, noch schläft Relaxo. Ich versuch's jetzt einfach mal. Wozu habe ich denn so ein paar Superbälle geholt? Ja gut, ich möchte nur mal anmerken, das war einer der most easiest Relaxo-Versuche, es zu fangen, die ich je hatte. Ich hatte nur einen einfacheren, wo ich YOLO einfach einen Pokéball oder einen Superball geschmissen habe und das Ding blieb sofort drin. Ja gut.
It is not satisfied. Ah, so schwer siehst du gar nicht aus. Du hast dich gut gehalten. Give a nickname. Ja, aber Meido haben wir schon vergeben, ne? Ich weiß nicht, ob sie eine Nonne darstellen soll oder eine Maid. Ich glaube sogar eher eine Maid. Die so ein bisschen nach einer Nonne aussieht. Ein guter Name für Relaxo. Wait, obviously. Aurora. Dornröschen. Sie schläft viel. Sie ist hübsch. Passt. Nehme ich. It was placed in box 2. Na wunderbar. Na wunderbar. So, by the way, lieber Professor... Nein. Lieber Professor-Kollege hier. Willst du mir jetzt endlich mal den Detektor geben? ...36 Arten, wow. Und damit haben wir den Detektor. 36 Arten aus dem Original Pokédex möchte man hinzufügen. Nein! Nein, so. Jetzt aber. Dann wollen wir nochmal. So, die Frage ist, wollen wir hier direkt... Krieg ich hier nicht direkt die Angel? Ich krieg ja doch direkt die Angel. Angel! Angel! Oh ja, ich liebe Fischen. Okay, damit ist meine nächste Mission klar. Damit ist meine nächste Mission klar. Wir werden jetzt mit der Superangel erstmal. Ich werde jetzt mit der Superangel natürlich erstmal alles hier abchecken. Schwupps. Alles klar. Nur mal um zu gucken, was wir hier so aus dem Wasser ziehen könnten. Oh. Was ist es? Ein Kamau. Was wir schon haben. Nichtsdestotrotz, gut zu wissen. Dass man ein Bodenfeuer-Pokémon oder Moemon in diesem Fall aus Wasser ziehen kann. Makes no fucking sense. Okay, das heißt, was ich off-camera machen werde, ist erstmal alles, soweit ich kann, wieder abforsten. Denn mit der Superangel gibt es natürlich noch mehrere Arten zu fangen, außer nur Kamaupier. Muss ich mir aber alles nochmal angucken. Da muss ich den Pokémon-Turm nochmal... Oder in dem Fall Moemon-Turm muss ich nochmal abklappern. Gibt's hier nur Kamaup? Ich meine, ja, man hat auf eine Art natürlich immer eine besonders hohe Chance, aber es geht mir hier ums Prinzip. Eine andere Frage ist noch, wenn ich hier... Ja, es gehört alles dazu, ne? Und hier haben wir, glaube ich, schon die normale Angel ausgeworfen gehabt. Also, was man damals übrigens in der ersten Gen bei mir in der Schule glaubte, dass wenn man angelt und man wechselt die Position, wo man steht und wirft die Angel erneut aus, dass man eine höhere Chance hat, ein neues Pokémon rauszuziehen, was man noch nicht auf dieser Route gefunden hat. Das ist natürlich Bullshit. Die Chance ist egal, wo man steht, immer gleich. Was ich nur witzig finde, ist, dass das Level immer höher geht. Das Level von Kamaup geht immer höher. Habe ich natürlich nichts gegen. Das Ding ist sowieso ein One-Hit mit einer Wasserattacke, aber... Ne? Da geben wir einen Nibble. Und ich mache das jetzt gerade nur, damit ihr seht, was für ein Pain mir bevorsteht. Langsam bekomme ich den Eindruck, dass ich hier doch nur Kamaup farmen kann. Ja doch. Dass ich die Chance habe, hier nur Kamaup zu finden, scheint mir sehr offensichtlich. Und wir können ja schon mal langsam wieder nach oben gehen. Denn bevor ich mit der Superangel mir hier einen heißen fange, will ich erst den Pokémon-Turm machen. Den Moemon-Turm, goddammit. So, und rein aus Prinzip noch ein letztes Mal die Angel auswerfen. Schwupps.
Also ein letztes Mal im Sinne von noch ein letztes Mal was an Land ziehen. Und es ist... Also ich fühle mich doch langsam ein kleines bisschen verarscht. Nur so ein ganz kleines bisschen. Aber naja, gut. So. Wir gehen erstmal wieder hier durch. Schabawups, Schabawups, Schubdawup. Wir gehen hier rein. Heilen uns erstmal. So, und ich will mir nochmal die Moemon ansehen, die wir bisher gefangen haben jetzt. Ah, oh, die Fähigkeit von Megani ist ja mal so geil. Epidermis, holy. Das ist cool. Das ist nützlich. Wenn es triggert, das muss natürlich nicht triggern. Kann, muss es aber nicht. Und was wir mit Davina machen, muss ich mir auch noch überlegen. Ich glaube, ich nehme sie doch ins B-Team dann rein. Nur wen haue ich dann dafür raus? Wo ist B-Team? Hier. Wen haue ich denn dann raus? Kabaub? Magnet? Oder Squishy? Blitzer ist natürlich so Standard. Flamara hätte schon was. Aber ich will auch Volcany dabei haben. Ach, so ist Waifu. Ich feiere den Namen immer noch. So, Rocky, deine Weiterentwicklung haben wir ja gesehen. Die sieht cool aus. Ich kann es kaum erwarten. So, was haben wir denn? Stimmt. Stimmt, ich glaube, wir haben einen Visor auf der Route aus dem Wasser gezogen, ne? Was konntest du denn nochmal? Ah, du hattest Neutraltorso. Okay, was hast du? Bastet, du hast die Minusfähigkeit. Ja gut. Wesen, ein hartes Wesen. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und Aurora, inner Fokus, kann nicht zurückflinchen. Mm. Ein quirky Wesen. War quirky nicht so was? Quirky war doch sowas wie sprunghaft, oder? Hat das irgendwas mit ihrem Init-Wert zu tun? Ich hoffe nicht. Wobei, Spezialangriff sieht ziemlich hoch aus. Sogar verdächtig hoch. Dafür die Defensive so verdammt niedrig. Wann haben wir dich denn gefangen? Dich kann ich mich gar nicht erinnern. Dich weiß ich noch. Dich weiß ich auch noch. Du bist mir voll... Ah, du warst das Radikal auf der Route links von Prismania City. Richtig. Richtig. Apropos Prismania City. Ich glaube, wir gehen nochmal eben schnell... ich glaube, wir gehen nochmal eben schnell das andere Galaxo umklatschen, damit wir das auch hinter uns haben. Vernichten. Warum zur Hölle eigentlich? Moment, ich will die Strategie mit Abby nochmal machen. Ich will das nochmal machen. Eine Sache nochmal eben überprüfen, eben schnell. Haben wir uns die TM Fliegen schon geholt? Muss ich jetzt echt ganz nach oben. Oh, man. Haben wir noch nicht, dann machen wir das noch eben schnell. An euch sind wir schon... An euch waren wir noch nicht vorbei. Habe ich euch echt stehen lassen die ganze Zeit? Tentacruel und Golbat. Oh, ich liebe den Sprite von Tentoxa, der ist so geil. Und damit sehen wir auch schon mal das, den Backsprite von Meganie. Ich irgendwie so ein bisschen outmatched ist in diesem Matchup. Aber egal. Wird trotzdem recht wehtun. Klammerung, ja gut.
bad. Auch wenn ich jetzt eher mit einem One-Hit gerechnet hätte. Schlag ist Sonnenlicht, das heißt Wasserattacken sind... Alles klar. Wie war das mit dem Speed-Drop? Wie war das mit dem unwichtigen Speed-Drop? Komm schon, Chica, du kannst es. Jawoll! Chica Best Grill! Best Grill! Nicht zurückschrecken. Jetzt ist Tentoxa, glaube ich, sogar schneller als Chica. Ja, habe ich mir ja gedacht. Come on, Chica, you can do it! Ah, no! Wing Attack auf Abby, okay. Machot. Junges Glück. Pfui Teufel, ey. Puh. Fühlt euch angespuckt. So, die Frage ist, machen wir erst den Fahrradweg, der natürlich kürzer ist, Richtung Fuxania City. Machen wir erst den Fahrradweg? Oder machen wir erst die rechte Route, welche definitiv länger dauern wird? Jalalala. Ja, ja, die VM fliegen, kann ich aber noch keinem beibringen. Noch nicht. Betonung liegt halt auf noch. Doch, könnte ich schon. Die Frage ist, will ich das? Will ich, dass Fafnir fliegen lernt anstatt Flair? Die Frage ist, will ich das? Das ist hier die Frage. Und ich glaube, ich mache dann jetzt hier auch mal einen Schnitt, weil die Folge dauert schon ein wenig zu lange. Von daher, Relaxo machen wir im nächsten Part. Ich gehe halt nochmal zurück zum Pokémon-Turm, etc., etc., etc. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis denn, baba! Und los!